noch gar nicht so lange her, da hatte ich auch eine Bestellung hier. Jetzt habe ich die doppelte Menge nochmal bekommen, 20 Ukulelen. Und das ist eine ganz schöne Menge und die sind fast schon wieder alle weg, gehen weg wie geschnitten Brot. Das ist natürlich wunderschön. Und ich hatte beim letzten Mal ja so nebenbei eigentlich gesagt, wäre doch toll, wenn Leute ein bisschen mehr Geld geben für die Ukulele, damit andere Leute auch Ukulele spielen können. Und ich habe in dieser Zeit 580 Euro an Spenden bekommen und habe das also gleich investiert in neue Ukulelen, die wir jetzt weitergeben können. Und hier bräuchte ich eure Hilfe, denn ich habe jetzt 11 Ukulelen, das sind eigentlich fast 12, die ich kaufen kann und die wir weitergeben wollen an Menschen, die es sich gerade nicht leisten können. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man das geben könnte, dann schickt mir doch einfach eine kurze E-Mail. Ich habe mit dem Musiktherapeuten vom Klinikum Kontakt aufgenommen, der sofort eine Idee hatte, an welche Station man die gut geben kann. Ich kenne auch ein Mädchen vom Kinderheim, die auch sehr musikalisch und die große Lust hat, Ukulele zu spielen. Der würde ich auch sehr gerne eingeben. Also all, die mir vertraut haben und mir das Geld gegeben haben, vielen Dank, es ist investiert. Und ich habe also jetzt noch 8 Ukulelen übrig und das Spiel geht sozusagen weiter. Wer eine Ukulele haben will und dafür etwas mehr geben kann, der kann mich auch kontaktieren und dann können wir weitere Instrumente kaufen und in Jena verteilen. Es gibt insgesamt noch bei Jena Kultur 12 Instrumente, ist ja fast eine musikalische Zahl, 12. Und die können von Honorartreffen der Musik- und Kunstschule zu euch, zu Ihnen nach Hause gebracht werden. Also Familien, die in Quarantäne sind, die nicht raus dürfen, können sich E-Mail unten in den Beschreibungen auch an Jena Kultur wenden und bekommen das Instrument frei Haus geliefert. Alle, die mitmachen wollen, ist natürlich die Bedingung, dass sie ein bisschen Lust drauf haben, sonst funktioniert die ganze Sache. Und ich werde ein Instrument werde ich bezahlen für unseren Oberbürgermeister, der auch in Quarantäne ist. Und ich finde, der hat eine ziemlich große Verantwortung. Und vielleicht ist es für den gut, wenn er auch mal sich kurz ablenken kann und 10 Minuten am Tag schafft vielleicht sogar der OB. Und deswegen kriegt er von mir eine Ukulele in seine Quarantäne geschickt, damit er gerne mitmachen kann und natürlich auch die Idee weitertragen kann. In diesem Sinne wünsche ich ein fröhliches, dreifaches Vai Napa Napa. Ah.